Was kann man zum Grundprinzip sagen, wenn eine Säure mit einem Metall reagiert? Ja, das steht hier, aber das ist jetzt nicht das Erklärungsvideo, sondern hier wird gleich ein Link erscheinen und dieser Link führt euch genau an die Stelle des Unterrichts. Und meine Unterrichtsmitschnitte sind so lang, dass ich mir gesagt habe, ich muss irgendwie die Leute direkt dahin führen, wo sie hin wollen und nicht, was ich denke, vorher erzählen zu müssen. Also das Grundprinzip wird genau an der Stelle erklärt und jetzt müsste eigentlich gleich der Link erscheinen, aber ich habe noch eine Bitte, wenn ihr dann praktisch den Link schon seht, dann haltet kurz das Video an und hinterlasst mir einen Daumen, ob das in Ordnung so ist, ob das funktioniert, damit ich auch sehe, wie ich weiterarbeiten muss. Ich danke schön. Also, na dann, bis dann im Unterricht, direkt an der richtigen Stelle.